Willkommen zum nächsten Tutorial. Ich habe euch einen schönen Tag-Nacht-Wechsel vorbereitet. Wir waren ja letztes Mal in diesem Tal stehen geblieben und dann verlassen wir das mal und kommen auf so eine Art Weltmap. Und das dauert jetzt ein Weilchen, aber man sieht schon, es verfärbt sich. Das soll halt so die Abenddämmerung darstellen. Und es wird noch dunkler. Ja, dauert eine Weile. Ja, jetzt ist es Nacht. Und da. So, jetzt sind wir ein Werwolf. Steht auch in der Klassenbeschreibung. Jonas ist zwar immer noch das gleiche Bild und ist auch immer noch der gleiche Name, aber er hat sich jetzt quasi in Werwolf verwandelt. Und man sieht auch, er hat irgendwelche neuen Techniken erlernt. Also er ist auch schon deutlich stärker als in menschlicher Form. So, jetzt müsste es auch schon wieder Tag werden. Und wir müssen uns zurückverwandeln. Jawohl. So, es wird auch schon wieder heller. Jawohl, und wir sind auch wieder Lichtmagier und nicht länger Werwolf. Gut, zeige ich euch mal, was dahinter steckt. Ich habe hier zwei Events. Einer ist für den Tag zuständig, einer ist für die Nacht zuständig. Und in beiden steht fast das Gleiche drin, weil ja auch fast das Gleiche passiert, nur in ein bisschen anderer Reihenfolge. Als erstes wird der Tag angeschaltet. Und zwar automatisch starten. Also als erstes wird quasi, wenn man die Map betritt, der Tag angeschaltet. Das ist das Wichtigste. Denn sonst passiert ja erstmal gar nichts. So, gucken wir uns an, was passiert, wenn Tag angeschaltet wird. Erstmal wird die Nacht ausgeschaltet. Das ist eigentlich logisch. Zeit wird auf 0 gesetzt. Und dann startet eine Endlosschleife. In der Schleife wird eine Sekunde gewartet. Dann wird die Zeit um 1 erhöht. Also unsere Variable Zeit, die ich hier habe. Und dann wird überprüft, ob die Zeit einen bestimmten Wert erreicht hat. Bei mir ist das 5, das heißt, mein Tag und meine Nacht gehen ungefähr 5 Sekunden. Das ist natürlich ziemlich wenig, man könnte ja auch einstellen, ich weiß nicht. Dann wird halt 600, also ungefähr wird dann 600 Sekunden warten. Ja, also ungefähr 10 Minuten. Gut, wenn er halt diese Zeit erreicht hat, also wenn die Zeit auf diesem Wert steht, er quasi so oft eine Sekunde lang gewartet hat. Dann wird die Schleife unterbrochen und er springt hier hin. Self-Switch A wird angeschaltet. Gucken wir, was beim Self-Switch A passiert. Ja, es ändert sich die Screen-Färbung. Habe ich auch schon öfters gezeigt. Einfach hier unter Bildschirm und dann Färbung. Es wird halt eher so rötlich, dann verändert sich die Farbe ein bisschen und am Schluss wird es halt dunkel. Ja, wir warten 600 Sekunden, 600 Frames, also um 14 Sekunden. Könnte man auch wegmachen, braucht man nicht unbedingt. Und der Background-Sound wird ausgespielt und dafür startet halt der neue Background-Sound, der halt für die Nacht zuständig ist. Jawohl, dann wird Self-Switch B angeschaltet. Das Ganze passiert übrigens parallel. Es ist ein paralleler Prozess. Das heißt, man kann sich dabei die ganze Zeit über bewegen. Im Gegensatz hierzu, weil dies startet automatisch, das heißt, hierbei kann man sich nicht bewegen. Ja, ein Emotionsecken erscheint, und zwar ein Ausrufezeichen. Dann wird eine Sekunde gewartet und dann arbeiten wir mit Bildern. Bilder sind unter der Bildanzeige auf dem zweiten Layer. Ja, hier gibt es Bildanzeigen, das heißt, man holt sich erstmal ein Bild. Und zwar muss man sich welche importieren, es sind keine voreingestellt. Ja, die kann man hier halt auswählen. Hier kann man einstellen, von wo aus man von wo aus man das Bild starten möchte. Ich nehme meistens links oben, das klappt einfach besser. Man kann die Größe einstellen, die Sichtbarkeit und ob das irgendwie unterhalb oder oberhalb von anderen Bildern sein soll. Man kann Bilder bewegen, man kann Bilder rotieren lassen, färben, löschen oder auch, hier sind auch die Wettereffekte, aber die haben nichts unbedingt mit den Bildern zu tun. Ja, jetzt zeige ich euch erstmal, wie ich mein Bild gekriegt habe. Es gibt hier nämlich den Materialmanager und da kann man Sachen importieren. Man muss halt auf den entsprechenden Ordner klicken
Und dann kann man einfach auf Importieren klicken und eine beliebige Datei auswählen. Man könnte zum Beispiel, wie ich das gemacht habe, einen Soundeffekt hinzufügen von einem Wolf. Und dann importiert man die und kann sie in seinem Projekt nutzen, ganz einfach. Man kann sie einfach bei den anderen Sounds auswählen. Man kann auch Sachen exportieren. Zum Beispiel haben wir hier schon Vorschau, den Sternenhimmel, den ich benutzen wollte, aber wir haben ihn unter Parallaxes und nicht unter Pictures. Das heißt, wir exportieren ihn, speichern, klicken auf Picture und klicken auf Importieren und dann wählen wir unseren Starlit Sky wieder aus und haben ihn dann unter Picture gespeichert. Ja, und hier habe ich halt auch einen riesigen Mond. Ja, und die benutze ich dann. Und zwar folgendes. Erst zeige ich ein Bild an, und zwar meinen Sternenhimmel. Links oben. Ich habe die Breite ein bisschen erhöht, weil er sonst nicht den ganzen Bildschirm einnehmen würde. Und habe ihm Nummer 1 gegeben. Sichtbarkeit ist hier 10, das heißt jetzt nicht besonders sichtbar. 255 ist das höchste. Anschließend bewege ich ein Bild, und zwar Nummer 1, also unseren Sternenhimmel. Die Breite lasse ich gleich, aber ich ändere die Sichtbarkeit auf 255. Das Ganze soll in 380 Frames passieren. Jetzt wird der hier überhaupt nicht bewegt. Was passiert also? Es wird nur die Sichtbarkeit geändert. Das heißt, er wird 380 Frames langsam sichtbar. Danach hole ich ein zweites Bild, Bild anzeigen, und zwar meinen Mond. Hier habe ich Größe auf 10 und 10 gestellt, weil er sonst viel zu groß gewesen wäre. Hier habe ich dann auch eine relativ weit unten gelegene Position eingestellt und Sichtbarkeit auf 10 und Synthetik auf Ad, das heißt, er ist oberhalb des Sternenhimmels und Sub wäre halt unterhalb. Ja, anschließend bewege ich den Mond ungefähr in die Mitte des Bildes, ungefähr in die Mitte des Bildschirms und die Sichtbarkeit ändert sich dabei auch auf volle Sichtbarkeit und zwar auch wieder innerhalb von 300 Frames. Anschließend Bildschirm blitzen lassen, den Soundeffekt von Wolf abspielen, den ich vorher importiert habe. Er ist halt rot angezeigt und meistens ganz oben. Anschließend lasse ich beide Bilder wieder verschwinden. Das kann man machen, indem man hier auf Löschen klickt und dann auf die Nummer des Bildes gibt. Oder was man auch machen kann, ist, man kann einfach hier Sichtbarkeit auf 0 setzen. Das kommt sich gleich. Gut, dann leuchtet unser Spieler auf. Ich habe dafür eine kleine Animation entwickelt, in dem einfach nur das Ziel einmal rot aufleuchtet. Und ja, ich entferne Garen, damit er nicht, damit man ihn nicht kurz sieht, weil sonst würde er kurz aufblitzen, wenn ich Jonas entferne, weil ich muss ja den neuen Jonas hinzufügen, den Werwolf Jonas. Das Level von, ach ja, genau. Bei unserem neuen Werwolf Jonas, das ist der untere, setze ich den Ausgangszustand ein, weil er eh keine Waffen trägt und weil ich anschließend das Level erhöhen kann. Und zwar speichere ich Jonas Level hier. Gleich, also die Variable habe ich Jonas Level genannt, gleich hält und zwar Jonas Level. Ja, logisch. Anschließend ändere ich das Level von Werwolf Jonas und erhöhe es um Jonas Level. Das heißt, klar, er erreicht das gleiche Level wie vorher der Charakter auch. Ja, anschließend wird der Jonas entfernt und Garen wird wieder hinzugefügt, weil er ja nur der Schönheit halber entfernt wurde. Ja, anschließend wird die Nacht ausgeschaltet und Tag, ach Quatsch, die Nacht wird eingeschaltet und der Tag wird ausgeschaltet. Jawohl. Gucken wir uns an, was in der Nacht passiert. Es ist fast genau das Gleiche. Es ist zumindest genau gleich aufgebaut. Wieder wird eine bestimmte Zeit gewartet. Die kann man hier wieder einstellen. Ist genau das Gleiche wie beim Tag. Und anschließend automatisch starten. Wieder erst das Ausrufezeichen, dann wird der Sound abgespielt vom Wolf. Der Bildschirm blitzt. Unser Mond bewegt sich weiter, diesmal nach unten. Anschließend verschwinden die Bilder wieder. Unser Spieler leuchtet nochmal auf. Garen wird entfernt. Jonas hinzugefügt. Jonas entfernt. Also diesmal der Werwolf Jonas. Und Garen wird wieder hinzugefügt. Die Background-Musik wird auch ausgeklungen und die Tagesmusik wird wieder eingeschaltet. Ja, anschließend ändern wir noch die Screenfärbung. Das passiert wieder parallel, damit sich der Held wieder bewegen kann. Hier kann er sich ja nicht bewegen, weil automatisch Starten eingestellt ist. Und anschließend Tag wieder anschalten, Nacht wieder ausschalten und das geht halt die ganze Zeit so weiter im Wechsel. Das ist eigentlich schon alles gewesen.
Ich habe hier halt nochmal kurz in der Datenbank halt ich unseren Lichtmagier kopiert und dafür dann einen Wolf eingefügt. Ich habe auch noch eine neue Klasse entwickelt, in der es andere Techniken gibt als beim Lichtmagier. Das ist es im Großen und Ganzen auch schon gewesen. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin.